Aber was soll ich sagen? Man muss veränderungsfähig sein. Das ist das Einzige, was ich sagen muss. Und unsere Politiker und unsere Systeme, die sind so starr, die sind so unflexibel, die sind so festgefahren. Die können sich nicht mehr verändern. Das geht gar nicht. Also ich meine, du kannst von einem Stolper nicht erwarten, dass er offen wird. Da ist er so auf die Welt gekommen und er wird so sterben. Er tut mir irgendwo ein bisschen leid. Ich bin nicht so, dass ich sage, der Stolper geht weg. Um Gottes Willen, das möchte er nicht anmaßen. Das möchte er nicht anmaßen. Er soll etwas anderes machen, Schaufeln oder weiß ich nicht, irgendwas Biotope anlegen oder sonst irgendwas. Aber er soll ja nicht Politik machen. Ich darf ihn freuen, wenn er aufhört. Sie werden sich nicht mehr ändern. So gibt es viele, die sich nicht mehr ändern werden und sie werden ihr Leben damit verbringen, dass sie auf irgendeinem Stand irgendwann einmal ankommen und irgendwann einmal sitzen sie da. Und die letzten 30 Sekunden, glaube ich, die letzten 30 Sekunden in deinem Leben, egal was da gerade passiert, ob es ein Autounfall ist, ob es die letzten 30 Sekunden vor dem Autounfall sind, ich glaube einfach, du checkst das, dass du dein Leben verschissen hast. Aber das sage ich dir gleich, an dem Tag ist zu spät. Da kommt die Feuerwehr und löscht dich und alles ist vorbei. Wir haben uns angemaßt, mehr zu sein auf dieser Welt, als was uns zusteht. Wir haben uns angemaßt, ja, überall in Lebewesen zu sein und haben nicht gemerkt, dass wir eigentlich bloß Lebewesen sind. Dicke Lebewesen, dünne Lebewesen, dumme Lebewesen, gescheite Lebewesen, studierte Lebewesen, blöde Lebewesen, gestingerte Lebewesen, lauter Lebewesen. Ich habe dann später erkannt, dass es bloß einen Chef auf der Arbeit gibt für mich. Und mit dem unterhalte ich mich jetzt manchmal. Und dann habe ich gefragt, du sag mal ehrlich, jetzt, ganz ehrlich habe ich gesagt zu ihm, gibt es da mehrere von dir? Gibt es da mehrere? Gibt es da einen für die Moslems? Habe ich gesagt, und gibt es da einen für die Fakire? Und einen für die Griechen und einen für die Russischen und einen für die Deutschen und einen für die Katholiken? Habe ich gesagt, seid ihr da 38 alte Säcke drum oder was? Habe ich gesagt, der eine hat Zipf, der andere hat eine Glasse, der dritte hat das rausrasiert, der vierte hat eine Kappe auf, der fünfte hat einen Wadelstrümpf, der sechste hat Knierstrümpf. Nein, das habt ihr das ganz allein da. Ja, hab ich gesagt, und? Wir da herund? Wir kämen mir drauf, dass es da mehrer gibt? Ja, hab ich gesagt, du siehst das falsch. Dieser Planet Erde, den wir auserkoren haben, um auf ihm zu leben, ist praktisch der universelle Misthaufen von den ganzen Sonnensystemen praktisch auf der ganzen Welt. Da gibt's, ja, ehrlich Leute, ich habe mit ihm geredet und er hat mir das gesagt, er hat gesagt, da gibt's Planeten, da sind nur Schwarze drauf. Nur Schwarze, da gibt's keine Rassenkonflikte, nichts, nur Schwarze. Und wenn da mal ein paar Blätter dabei sind, dann schmeißen sie es da oben. Sagen sie, weil die brauchen wir nicht bei uns, die loschen sollen, habe ich da, verstehst? Ja, und dann wieder mal ein paar Gelbe und wieder mal ein paar Grüne und dann wieder mal ein paar Braune und wieder mal ein paar Weiße und so. So kämen wir da praktisch, darum haben ja wir praktisch alle andere Götter, weil auf den Planeten, Sonnensysteme beten sie alle bloß einen Gott da. Ja, jetzt kämen wir da auf einmal, das ist praktisch der Misthaufen, wir sind Mikroben, Springschwänze, Würmer, Kellerasel. Wir beuten uns bloß ein, weil wir in unsere kranken Gehirne glauben, dass wir aufrecht gängen, dabei graben wir durch den Dreck durch und fressen Scheiß jeden Tag, hey, und fühlen uns wohl. Hast heute schon gespielt? Saugeil war's wieder. Ja, sag ich zum Chef, sag einmal du, hä? Das war schon ein bisschen ein uncooler Akt damals von dir, dass du ihm gar nicht geholfen hast, dein Buben. Dann sagt er zu mir, von wem redest jetzt du? Ja, also ich sag, vom Jesus rede ich. Da hat er gesagt, den kenne ich nicht. Ja, sag ich, dein Buben, den wir da hingenagelt haben da, damals, weißt du, für die Erbsünde und so Zeug. Boah, hat er gesagt, das ist ja schon so lang her. Hat er sich probiert zum Ausreden? Ja, sag ich, wer hängt dann da? Ja, hat er gesagt, den kennt er auch nicht. Der wundert sich schon immer, dass wir da über hinbeten zu irgendwann. Wahrscheinlich die erste Kiefer mit langen Haarblättern hergelegt, sofort da nicht.